Dieser nette Herr hier rechts, der ein wenig verrückt aussieht mit seinen grünen Haaren und seinem seltsamen Schnurrbart, hätte gern, dass wir ihm diesen lecker aussehenden Kuchen ins Gesicht drücken. Es ist natürlich ein bisschen schade um den Kuchen, aber wenn er das möchte, wollen wir ihm den Gefallen noch tun. Aber ich würde behaupten, physikalisch gesehen haben wir ein kleines Problem. Weil wenn wir den Kuchen nur so halten, wie wir es jetzt gerade hier tun, dann würde er einfach nach unten rutschen. Würde auf den Boden fallen und dann wäre er weg. Das wäre schade. Wir wollen ihn ja schon ins Gesicht haben von diesem Menschen hier. Also, da und darum geht es in diesem Video, fragen wir uns, wie schnell muss ich denn meine Hand beschleunigen und damit halt auch den Kuchen beschleunigen, damit er mir eben nicht aus der Hand rutscht. Wir können ja mal damit anfangen, dass wir ja wissen, dass uns irgendeine Kraft, also wenn ich sage uns, meine ich jetzt immer den Kuchen, wir gucken jetzt immer aus Sicht des Kuchens, wie groß ist denn die Kraft, die uns hier nach unten zieht? Ich würde mal behaupten, das ist natürlich die Gravitationskraft. Und wenn wir uns auf der Erde befinden, wovon ich mal ausgehe, dann ist die ja so groß wie 9,8 mal die Masse. Und damit der Masse meine ich natürlich die Masse von unserem Kuchen. So, wir wollen ja aber, dass die Kraft, die dieser Kraft entgegenwirkt, das ist ja in unserem Fall die Reibung. Hier ist ja diese, hier berühren sich ja die beiden Oberflächen, also die Hand und der Kuchen. Also ist das hier ja die Kraft der Reibung. Und wir wollen ja, dass die beiden genau gleich groß sind. Weil wenn die beiden gleich groß sind, dann wissen wir ja, rutscht der hier nicht runter, richtig? Also wir wollen das, wir wünschen uns jetzt einfach mal, dass der Betrag von Fr genauso groß ist wie der Betrag von Fg. Und Fg, haben wir eben schon gesagt, ist ja 9,8 mal die Masse. 9,8 mal die Masse. So, da wir schon so gut ausgebildet sind, wissen wir ja auch, wie wir Fr auch berechnen können. Und zwar ist Fr ja auch genauso groß wie der Haftreibungskoeffizient in unserem Fall, weil der Kuchen sich ja nicht bewegt, also der Haftreibungskoeffizient mal die Normalkraft. Mal die Normalkraft. Jetzt ist natürlich noch die Frage, wo ist denn jetzt hier die Normalkraft? Und die muss natürlich senkrecht sein zum Boden, also geht die hier hin. Hier ist unsere Normalkraft. Noch ein kleiner Pfeil drüber, Fn. Das heißt, wir können diese beiden Gleichungen hier ja gleichsetzen. Das heißt, wir können sagen, dass das hier das, oder wir schreiben es mal gleich umgestellt hin, dass SFN, das Fn, so rum, genauso groß ist wie 9,8, also unser Fg hier oben, geteilt durch das, oder warte, ich schreibe es nochmal ausführlich hin. Ich will wieder nicht zu viele Schritte überspringen, daher sieht man nicht, was ich gemacht habe. Also wir setzen erstmal die beiden Formeln hier gleich, weil es ist ja beides genauso groß wie Fr. Ist gleich 9,8 mal die Masse. Mal die Masse. So, und jetzt teilen wir durch μs, also durch den Haftreibungskoeffizienten, durch den teilen wir. Also ist die Normalkraft wie groß? Die Normalkraft ist so groß wie 9,8 Massen, oder 9,8 mal die Masse, geteilt durch unseren Gleitreibungskoeffizienten, haben schon wieder verwechselt, Haftreibungskoeffizienten natürlich, entschuldige. Und das ist dann wie viel? Wir brauchen einen Taschenrechner. Also wir haben 9,8 geteilt durch 0,8 ist 12,25. Und die Einheit, die wir noch übrig haben, ist natürlich hier Masse. Also Einheit in Anführungsstrichen. Also wir müssen das Ganze hier 12, wir müssen die Masse von unserem Kuchen 12,25 mal nehmen, sozusagen. So, allgemein gesprochen wissen wir ja, dass sich jede Kraft immer zusammensetzt aus Masse mal Beschleunigung. Oder zumindest auch so berechnen lassen kann. Das heißt, wir können auch dieses MA, M mal A, gleichsetzen mit unserer Kraft hier unten. Weil es ist ja auch eine Kraft, es ist zwar eine spezielle Kraft, die wir auch noch anders berechnen können, aber wir wissen auf jeden Fall, dass sie sich auch berechnen lässt aus Masse mal Beschleunigung. Ist also 12,25 mal die Masse. Und erstaunlicherweise, wie du jetzt siehst, können wir einfach das m hier rauskürzen und erhalten dann, dass die Beschleunigung, mit der wir unsere Hand und damit auch den Kuchen beschleunigen müssen, unabhängig ist von der Masse und einfach immer 12,25 Meter pro Quadratsekunde groß sein muss. Also ich kann ja noch Meter pro Quadratsekunde. Sieht man schlecht. Das heißt, es ist komplett irrelevant, wie viel eigentlich unser Objekt hier wiegt,
Vorausgesetzt, dass die Fallbeschleunigung immer gleich groß ist und wir natürlich auch davon ausgehen müssen, dass der Luftwiderstand gleich groß ist, müssen wir jedes Objekt mit der gleichen Beschleunigung nach vorne drücken, damit es nicht nach unten fällt. Ein bisschen von der Logik dahinter hat das ein bisschen was damit zu tun, warum halt auch der Ziegelstein genauso schnell fallen würde wie die Feder, wenn wir halt gerade keine Luft hätten. Schon ziemlich interessant, finde ich.